willkommen in Chimo Yoshida. Wir sind die nächsten drei Tage mit dem Tokyo White Pass unterwegs. Und falls jemand den Tokyo White Pass nicht kennt, ich sag immer, das ist die Japan-Visa-Inhaber-freundliche Version des JRL Passes. Er ist nicht ganz so weitläufig gültig. Man kann mit dem Tokyo White Pass, wie der Name schon vermuten lässt, in der weiteren Tokyo-Region unterwegs sein. Also das heißt so grob Kanto. Es ist nicht ganz deckungsgleich mit Kanto. Nach Hakone zum Beispiel kann man nicht fahren. Dafür kann man aber bis nach Yamanashi fahren. Wir sind heute übrigens mit dem Fuji Excursion Zug hierher gefahren. Denn genau wie mit dem JR Pass kann man beim Tokyo White Pass auch Schnellzüge fahren und auch Sitze reservieren. Das Witzige beim Fuji Excursion Zug ist allerdings, dass der JR Pass dort nicht gültig ist. Der Tokyo White Pass hingegen ist dort schon gültig. Wir starten unseren ersten Tag hier in Chimo Yoshida, denn wir gehen gleich zur Chureto Pagode. Ich war dort schon mal, Max war dort noch nicht und deswegen gucken wir mal, wie herbstlich es da noch ist, denn für Herbstlaubfärbung sind wir, glaube ich, ein kleines bisschen zu spät dran. Aber ich denke, dass der Ausblick trotzdem sehr gut werden könnte. Wir haben auf dem Weg hierher Mount Fuji schon so ein bisschen gesehen, aber ja, ich bin mal gespannt. Es ist trotzdem sehr wolkig, wie viel wir von ihm heute sehen werden. Danach geht es dann noch weiter nach Kawaguchiko. Aber jetzt geht's erstmal zur Pagode. Ich habe übrigens irgendwie das Gefühl, dass dieser Bahnhof hier ein ziemlicher Zug-Nerd-Bahnhof ist, weil hier so viele spezielle Züge rumstehen. Eben hat man es vielleicht auch schon im Hintergrund gesehen und hier ist einfach ein Thomas-Zug. Ich mag Thomas. Wie gesagt, sehr spezielle Züge. Zum Beispiel ein Zug, der aussieht wie ein Boot. Und ab hier ist alles nur noch Treppenstufen. Bei gutem Wetter hat man direkt hier den ersten Spot, wo man eine coole Aussicht auf Mount Fuji haben kann. Man sieht ihn jetzt ein bisschen, noch ein bisschen dunkler, vielleicht seht ihr dann auch ein bisschen was von ihm. Aber er versteckt sich noch sehr in den Wolken. Und damit man auch ja nicht den Weg vergisst, gibt es alle 5 Meter dieses Schild, was einem sagt, du bist immer noch auf dem richtigen Weg. Noch mehr Treppen! Es gibt auch Free Wi-Fi, falls man seine Bilder direkt hochladen möchte, nachdem man sie geschossen hat. Spaß. Ist eigentlich für Livestreams. Also tatsächlich heute leider kein Fuji zu sehen, aber dafür gab es tatsächlich echt viele Momiji noch zu sehen und das habe ich wirklich sehr gefreut, dass es richtig rot noch war. Und die Bäume, die übrigens schon leer sind, das sind Sakura-Bäume. Das heißt, es lohnt sich hier auch, im Frühling herzukommen. Aber da ist das Timing noch viel schwieriger als jetzt mit dem Momiji. Das ist übrigens der Bahnhof, das heißt, so weit ist wirklich nicht weg. Also es ist echt eine Empfehlung, hier einfach mal auszusteigen und hochzulaufen. Es ist so schön und auch so zugänglich, auch wenn man nicht mit Auto unterwegs ist. Das letzte Mal, wo ich hier war, waren wir ja mit dem Auto hier, deswegen wusste ich gar nicht, wie einfach das ist. In Kawaguchiko angekommen und wollten eigentlich Hotto essen gehen, was in Yamanashi die Spezialität ist, aber da drüben hinter diesem Naruto-Bus sieht man das vielleicht, dass die Schlange da ganz schön lang ist, deswegen gehen wir jetzt stattdessen Tempura essen. Und hier die Straße runter ist der Tempura-Laden, zu dem wir gehen wollten. Hier ist es allerdings genauso voll, deswegen warten wir jetzt einfach hier. Yay!
es ist hier unglaublich voll. Trotz Regen. Und das trotz Regen, es ist verrückt. Also heute früh an der Pagode dachte ich so, ja, geht schon irgendwie. War nicht leer, aber war okay. Aber hier ist jetzt, oh mein Gott, so voll. Und I don't know, man kommt gar nicht dazu, irgendwie mal in Ruhe eine gute Aufnahme zu machen, weil einfach gefühlt alle dir 2 Sekunden Zeit geben und dann wollen sie ihr Foto machen. Aha. Dadurch, dass man halt eben so viel fahren kann, wie man will, war das deutlich günstiger, als wenn wir uns jetzt irgendwo noch ein Hotel gesucht hätten. Und alle 3 Ziele, die wir uns rausgesucht haben, sind eben auch Tagestrips, die man von Tokio aus machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr den nächsten Tag nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.